So, Dina war gestern schon richtig mad, dass Tiffany den Vorzug bekommen hat, was das neue Pferd angeht. Aber keine Sorge, jetzt bist du auch dran. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tennessee Walking Kaufvideo. Ich hatte es ja schon angekündigt. Ah, wie cool. Ich sehe hier oben gerade diese Lichterkugeln, diese geflochtenen Kugeln, genau in den Farben. Habe ich die auch noch irgendwo rumfliegen? Ja, und zwar möchte ich heute auch mit Dina ein Tennessee Walking Horse kaufen. Das hier habe ich ja schon auf Tiffany gekauft, den Strawberry Roan. Das heißt, den kaufe ich jetzt natürlich hier auf Dina nicht mehr, bei der Vielzahl an schönen Farben. Wir haben hier diesen schicken Suti ja noch. Wir haben hier den Blue Roan. Wir haben den Frame Overo. Wir haben den Rappen. Wir haben den Champagne, habt ihr mir gesagt. Und wir haben den Apfelschimmel. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, auf Dina den Frame Overo zu kaufen. Der hier auch gerade schon steht. Ich finde den richtig, richtig schön. Bin ich reingeritten. Brauche ich eigentlich gar nicht. Und deswegen soll der heute auf jeden Fall bei mir einziehen. Ich muss mal gucken, was ich jetzt für einen Namen wähle. Denn da habe ich mir tatsächlich bislang noch keine Gedanken gemacht. Ich habe aber so eine Idee. Seit wann haben wir dann eine Suche? Das ist ja richtig praktisch. Indigo Feather passt vielleicht wegen den Augen. Aber ist das ein cooler Name? Oder wegen dem einen Auge? Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Lass mich mal noch überlegen. Leute, da ist er eingezogen und sie haben es tatsächlich noch gepatcht. Gestern Abend kam ja noch ein Patch und ich habe überlegt, was mag es wohl sein. Und gestern, als ich Strawberry gekauft habe, da war der Kaufbildschirm noch nicht verschneit. Und tatsächlich haben sie das jetzt noch reingebracht. Ich hätte es nicht zwingend und dringend gebraucht, finde es aber cool, dass sie es noch gemacht haben. So, und dieser schicke Kerl hier, der heißt Wingman. Fand ich richtig geil. So, ich finde jetzt das Set, was ich drauf habe, eigentlich echt schön. Ich habe ein bisschen hin und her überlegt. Nehme ich jetzt das schwarze Set oder nehme ich das dunkelbraune? Und wenn ich es jetzt so sehe, bin ich echt froh, dass ich mich für das dunkelbraune entschieden habe. Ich trage jetzt gerade den Forscherhut. Der ist von der AAE. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo ich den her habe. Die grüne Winterjacke, die gibt es in Jarlaheim in einem Shop am Marktplatz. Leider nur für Starcoins. Die blau gefütterte Jeans, die gibt es bei Stonegrounds Expedition. Dann habe ich die schicken Reithandschuhe und die braunen Reitstiefel. Die gibt es, glaube ich, beide im Global Shop. Und Wingman, der hat das tiefbraune Rocky Mountain Zaumzeug und den passenden Sattel drauf. Die schwarzen Springermaschen dazu und die graue Rocky Mountain Satteldecke. Ich finde, das sieht sehr, sehr cool auf ihm aus. Und jetzt gucken wir uns mal die Gangarten an. Ich sitze einmal ab, denn mir wurde gesagt, dass das Tennessee Walking Horse grast, wenn man absitzt. Ja, tut es. Und es sieht sogar richtig gut aus. Da hatten wir uns letztens noch am Discord drüber unterhalten, dass es viele Rassen nicht mehr machen. Das Tennessee Walking Horse macht es und es sieht sogar richtig gut aus. So, ich würde aber sagen, die restlichen Gangarten, die werde ich jetzt einfach mal unkommentiert zeigen. Wen meine Meinung dazu interessiert, der guckt sich am besten das Kaufvideo von Strawberry an. Da habe ich das nämlich alles mal detailliert erzählt, was ich dazu sage. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß.
Jo, die Mähnen gucken wir uns jetzt natürlich auch noch an. Standardmähne haben wir ja diesen leichten braunen Farbverlauf. Die finde ich auch wirklich sehr, sehr hübsch beim Kentucky Walker. Die hier ist sehr, sehr schön. Finde ich, also ich glaube, die fällt sogar ein bisschen seidiger. Sieht auch sehr, sehr hübsch aus bei der Farbe. Ich muss aber sagen, da ist mir eigentlich fast zu wenig Änderung drin, um dafür Starcoins auszugeben. Die Zöpfchen, die sehen natürlich auch Bombe aus. Sieht man diesen tollen Kopf. Aber ich finde einfach, dass das zu einer Westernrasse gar nicht so gut passt. Das Abrasierte, ich weiß es nicht. Also ich kann mich mit diesem Abrasierten tatsächlich bei keinem Pferd, also es ist gut gemacht, aber ich kann mich damit bei keinem Pferd so richtig anfreunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier die geflochtenen Zöpfchen, die langen, offenen Zöpfchen, die mir gut gefallen. Ja, der Esel. Das sieht hier gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Aber ich... Ah, das hier ist toll. Ich bin von der Stehmähne bin ich tatsächlich nicht so der Fan. Das hier finde ich aber tatsächlich sogar richtig cool bei der Farbe. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und da überlege ich tatsächlich sogar, ob ich die nehmen sollte. Wobei ich glaube, mir gefällt die lange Mähne doch am besten. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Und heute Nachmittag geht es weiter mit einer weiteren Questfolge. Dann sind wir auch wieder im Schnee unterwegs. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Die Folge kommt heute Abend. Also auf jeden Fall einschalten. Und bis dahin. Tschüss.